Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Entfernen Sie einfach den Zahnplack nach nur ein paar Tagen durch Zähneputzen mit dieser Mischung. Die Gelbfärbung der Zähne aufgrund des täglichen Lebens und der Essgewohnheiten führt dazu, dass Sie das Vertrauen in der Kommunikation verlieren. Deshalb suchen viele Menschen nach Bleichmitteln. Die Verwendung von Bleichmitteln oder die Verwendung von Bleicheimer sind weit verbreitet für ihre Bequemlichkeit und niedrigere Kosten. Aber aus diesen Gründen gibt es potenzielle Risiken, wie zum Beispiel Schädigung der Zähne, verursacht Schwellungen, Entzündungen und zahnärztliche Empfindlichkeit. Keine Sorge, wir stellen Ihnen eine geeignete Möglichkeit vor, Plaque, undurchsichtige Zähne zu entfernen und glänzende Zähne wieder zu erlangen. Diese Mischung besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, was sie sehr sicher für die Zähne macht. Die erste Zutat, die wir verwenden, ist ein kleines Stück Ingwer. Einfach schälen und den Ingwer hacken. Der Vitamin C in Ingwer arbeitet, um den Plaque zu reinigen, die natürliche Farbe Ihrer Zähne zurückzugeben und sogar Mundgeruch zu begrenzen. Reiben Sie Ingwer in Ihr Zahnfleisch und Zähne ein, um effektiv Bakterien von Ihren Zähnen zu entfernen. Die nächste Zutat ist eine halbe Zitrone. Zitronen enthalten viel Vitamin C und vor allem Säuren, die in der Lage sind, Zähne zu reinigen und Flecken zu entfernen. Nicht nur das, die Verwendung von Zitrone ist auch effektiv für die Behandlung von Karies, weil es die Fähigkeit hat, Bakterien zu töten und zu begrenzen. Den Saft aus der Zitrone quetschen, dann 2 Esslöffel Grünteepulver hinzufügen. Nach Studien und Wissenschaftlern, grüner Tee ist eine sehr gute Zutat für Zähne und Zahnfleisch. Catechin, Antioxidantien im Tee können helfen, Entzündungen zu bekämpfen und das Wachstum von schädlichen Plaques zu hemmen, helfen Zähne und Zahnfleisch zu schützen. Fluorid in Grüntee kann helfen, Zähne aufzuhellen, sodass die Bleichwirkung mit grünem Tee eine praktische Wirkung hat. Dann bereiten Sie 2 Esslöffel Zahnpasta vor. Sie sollten eine Zahnpasta verwenden, die Fluorid und Calcium nur genug enthält, um Ihre Zähne zu kompensieren und Ihre Zähne zu stärken. Ingwer, Zitrone, Grünteepulver und Zahnpaste in eine Schüssel geben und gut vermischen. Mit einfachen Schritten allein haben wir eine Bleichmischung zu Hause. Diese Art von Mischung kann Zähne aufhellen, Bakterien beseitigen, aber immer noch helfen, Zahnschmalz in vollen Zügen zu schützen. Bürsten Sie die Mischung in Ihre Zähne für etwa 1-2 Minuten. Dann spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus. Da die Mischung sehr bleichend ist, können Sie es nur 1-2 Mal pro Woche verwenden. Sie müssen diese Anweisungen richtig befolgen, um gute Ergebnisse zu bekommen. Neben der Verwendung dieser Bleichmischung sollten Sie Süßigkeiten und farbige Getränke einschränken und das Rauchen einschränken. Denn dies ist die Hauptursache für Zahnprobleme. Wenn Sie das ganze Video gesehen haben und es nützlich fanden, liken Sie es und teilen Sie es mit Ihnen, allen Ihren Freunden. Dies wird uns mehr Motivation geben, nächste Videos zu machen. Vielen Dank für Ihre Zeit, sich das Video anzusehen. Wenn Sie Fragen zu dieser Methode haben, zögern Sie nicht, Ihr Feedback zu hinterlassen und wir werden schnell antworten. Hier sind einige Videos über natürliche Hausmittel, die Sie interessieren könnten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Gesundheit. Bis bald!